Nee, pass auf. Und das ist tatsächlich unsere nächste Kategorie, Corti. Das ist für mich das Rezept der Woche. Wir wollten immer in der Woche mal ein Rezept oder irgendwas, was man gegessen hat, auf jeden Fall herausstechend. Und ich muss sagen, dieses Schwarzbrot mit ein bisschen Frischkäse rein ist mein Highlight der Woche vom Essenstechnisch her. Geil. Was ich ja sagen muss, ich weiß, du bist so ein Frischkäse-Topfen-Typ. Ne? Oh. Liebst das ja auch. Oh. Ich muss tatsächlich sagen, kennst du diese blau verpackte französische geklopfte Meersalzbutter? Ja. Die auf dem Brot. Das Brot auch so vielleicht so doppelt getoastet, dass es ein bisschen knackiger wird, weißt du? Und dann diese Butter drauf. Das ist halt das Armageddon-Ding. Bei mir muss ich sagen, ich weiß ja nicht, Palu weiß es ja auch, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich koche ja sehr, sehr gerne und ich koche ja schon Ewigkeiten gefühlt. Weil es war früher so, ich war immer der Erste, der zu Hause war und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, mir was warm zu machen und ich stand eh mal gerne in der Küche, habe meinen Eltern zugeguckt, mein Papa ist auch eigentlich ein sehr guter Koch gewesen, also ist ein guter Koch. Meine Mama ist dann immer so die macht dann immer so dieses typische traditionelle Essen zu Hause, die macht dann so Suppe und so ein Kram. Und mein Dad war immer so ein bisschen so, ja, ich mache jetzt Pasta selbst und so. Und da habe ich mir das zum Glück angeeignet. Ich war so nicht der zu Hause ausgezogen ist und sich dann nur Pasta mit Tomatensauce machen konnte, sondern ich konnte dann immer eigentlich alles, was ich will, kann ich auch kochen. Witzigerweise, mein Rezept, was ich immer sharen würde, wäre mein Pilzrisotto und wie ich es mache, weil ich mache dann 4 Arten Pilze in dem Risotto auf 4 verschiedene Anwendungs... Corti, ich nächste Woche in Köln. Super. Weil es gibt dann natürlich dann die Brühe, die nicht einfach nur Brühe ist, sondern eine steinpilzgezogene Brühe. Dann gibt es halt die gerösteten Pilze aus dem Ofen. Dann gibt es natürlich noch die gehackten Pilze, die halt super fein gehackt quasi ganz am Anfang reinkommen im Röstvorgang im Risotto, bevor man die erste Brühe hinzutut. Und so weiter und so fort. So mache ich mein Pilzrisotto. Aber eigentlich, was ich so ein bisschen für mich diese Woche entdeckt habe, witzigerweise, weil meine... Das ist nicht dein Rezept der Woche, dieses Pilzrisotto. Nee, das ist nicht mein Rezept der Woche, aber das mache ich immer gerne. Und das wäre das Rezept der Woche, aber habe ich diese Woche nicht gegessen. Deswegen ist es nicht das Rezept der Woche. Okay. Aber ich koche dir das nächste Woche, dann kannst du... Super, dann weiß ich, was schon nächste Woche mein Rezept aber was meine Nachbarin ist. was meine Nachbarin immer unten gemacht hat, schau das an meine lieben Nachbarn. Die liebe ich ganz doll unter mir. Also wirklich. Die haut sich immer so Kichererbsen in den Ofen und röstet die sich so wie so ein Snack, also wie so Chips-Ersatz schon fast. Wie, warte, berüchtigt. Ja, die nimmt einfach Kichererbsen. Wie im Glas, Öl, die eingelegten Jungs. Ja, die tropfst du ab, wäscht die ab, damit diese ganze Schlotter runterkommen. Dann Schlucköl, Gewürze deiner Wahl und dann kommen die einfach in den Ofen, bis sie so richtig kross werden. Aber Corti, kommen die in deinen Heißluftgarer oder richtig jetzt Ofen? Jetzt kommt der Punkt. Sie haben unten keine Heißluftfritteuse. Ich habe eine Heißluftfritteuse. Shoutouts, Heißluftfritteuse, für mich immer noch wahrscheinlich das beste Küchentool. Das wird tatsächlich wie so ein Cracker. Das ist ultra geil. Aber echt geil. So rund oder was? So eine, ja, so eine kleine. Halt. Genau. So ein bisschen wie Knickknacks quasi. Nur halt ohne Erdnuss. Und das ist tatsächlich geil, weil du hast halt dann die Möglichkeit, dir das so salty zu machen, wie du willst, so spicy zu machen, wie du willst. Und tatsächlich ist das ganz geil. Hat jetzt nicht unbedingt irgendwas mit super fit und schlank zu tun. Darum ging es gar nicht, aber es ist ultra geil. Oh. Ich finde, ey, Cord,